Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starbound. Die Uhrzeit ist mir unbekannt. System ist irgendwas mit Zahnauber. Es ist dunkel. Dingenskirchen. Und es ist dunkel. Ja, wenn man die Augen zuhört. Ich weiß nicht, wie unser Planet heißt. Nein, was keine Ahnung. Im Alpha-Sektor. Natürlich im Alpha-Sektor. Ich wollte irgendwas erzählen. Scheiße. Kann man das jetzt nicht wirklich vergessen, oder? Kann mir jemand noch den Hint geben, was wir letztens geredet haben? Beschreibe den Unterschied zwischen links und rechts, ohne zu wissen, was Bericht über davor. Wikipedia... Davor mit Mathe und Wikipedia. Richtig. Mathe, Wikipedia. Ach genau, mit Folge einlegen, jetzt da. Folge. Da hat es anscheinend bei YouTube mal so ein April-Schätz gegeben, dass man sämtliche Filme auf DVD, also gebrannt hat, und die kann man sich für irgendwie $100.000 kann man sich die kaufen, und dann haben die beschrieben, wie viel Karton, also wie viel Kisten das wäre, wie viel Platz das verbraucht, haben dazu ein Video gemacht. Super geile Aktion, aber natürlich gibt es das nicht, aber das, daran muss ich gerade denken, weil dann könntest du wirklich einen Film neu einlegen, also die nächste Folge. Also. Ja, daran hat mich das gerade erinnert. So. Das war meine Geschichte. Dafür haben sie jetzt wirklich eingeschaltet? Müssen wir noch irgendwas Tolles machen, weil sonst sind sie enttäuscht. Ja, dann hau raus. Genau. Das zweite war, Moment. Ich habe eine gute Brille. Beschreibe eine Farbe, ohne zu wissen, welche sie ist. Oder ohne sie genau, gesehen beschreibe, zu haben. Genau, beschreibe eine Farbe. Das geht. Wie das sie aussieht, ohne dass du ihren Namen nennst. Das geht. Beziehungsweise, stell dir vor, du würdest einen Blinden beschreiben, und das habe ich tatsächlich schon mal gemacht, wie eine Farbe aussieht. Zum Beispiel habe ich die einfachsten Farben genommen, also die Grundfarben. Blau fühlt sich wie, sieht aus oder fühlt sich an wie kalt, rot wie Wärme und sowas. So kannst du in dem Sinne Farben beschreiben. Es gibt ja auch diese Farbstudie, wo man Gefühle dazu hat, beziehungsweise, wie nennt du man das? Bist diese großer Boss, du bist großer Boss, du bist großer Boss. Gefühls, Farblehre. Zum Beispiel Gelb macht einen fröhlich, Orange macht einen oder glücklich und umgekehrt, Rot aggressiv. Also dann sagst du, die Tapete sieht fröhlich aus, oder was? Das ist aber eine fröhliche Tapete. Nein, aber so kannst du Farben beschreiben, weil jeder Mensch kennt Gefühle eigentlich. Und so kannst du anhand von Gefühlen eine Farbe sehr gut beschreiben. Oh Gott, der hat nur Seil, Bomben und Flares. Ja, Flares sind sehr praktisch. Kann ich bei dem eigentlich auch was verkaufen? Nee, ne? Nein, das geht leider immer noch nicht. Okay. Huch! Okay. Hä, was hab ich denn? Ja, genau. Das sind... So kann man was sagen Sie dazu? Farben erklären, ohne zu wissen... Ne, ohne zu wissen, wie war das gerade nochmal? Die Farbe, eine Farbe erklären, ach so, ohne ihren Namen zu nennen. Was ist zum Beispiel deine Lieblingsfarbe, Karten? Erklär uns die mal. Da fängt sie schon mal an. Ich habe eigentlich keine richtige Lieblingsfarbe. Okay, welche Farbe magst du denn gerne? Schwarz wie meine Seele, keine Ahnung. Ja, und genau. Wie würdest du zum Beispiel schwarz beschreiben? Das ist das absolute Dunkel. Ist das Fehlen jeglichen Lichts. Au! Au! Im Prinzip für den Blinden eigentlich einfach. Das, was er sieht. Ja, okay, das stimmt eigentlich nicht ganz. Manche Blinde sehen ja. Also, die sehen nicht wirklich was, aber ja, die sehen nicht schwarz. Das ist eben. Soweit ich weiß. Was mache ich denn jetzt? Warum gehe ich ins Bett? Achso, weil ich verletzt kommt bin. Kommt natürlich auch drauf an, war der Blinde schon immer blind? Kennt er nichts anderes? Oder hat er mal sehen können? Genau. Ja, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Richtig. Weiß nicht, aber soweit ich gehört habe, sehen Blinde nicht schwarz. Sondern. Wobei ja, das natürlich halt schwer ist, nachzuvollziehen. Ich denk, ja, dass man nichts sieht oder dass man schwarz sieht? ja. Ja. Richtig. Blümchen. Ja. Genau. Fadenfarben. Ach nein. Ich werde schon wieder im TS angeschrieben. Ich glaube, ich weiß schon, wer das ist. Kick ihn. Nein, ich bin doch. Nein, ich tapp jetzt nicht raus. Wer war das? Sag's mir. Ich kick ihn. Mein Server, ich darf das. Er hat da zwei steht ganz groß, bitte nicht stören, steht da. Ganz groß. Ich verstehe nicht, warum die Leute das nicht zu lesen. Ist in dem Aufnahmechannel noch jemand drin? Moment. Ja. Zwei Typen. Ja. Dann ist es einer wahrscheinlich mit vier Buchstaben, der... einer mit ein bisschen mehr Buchstaben. Ja, dann sind es einer von den beiden. Okay.
Ja, die wollten, deine wollte was erklärt bekommen von mir und das aufnehmen wollten die auch noch und das ist ich. Dreistigkeit, was? Ich lass mal die Tür für dich offen und geh wieder hin. Ja, aber ich habe denen auch geschrieben, dass ich eigentlich selber aufnehmen muss, weil heute große Aufnahmemarathon, ich habe ja schon Industrial Craft aufgenommen, Gothic, jetzt machen wir Starbound. Theoretisch ja. Muss ja noch FTB ran. Und wir haben schon 7 Uhr, 8 Uhr schon, die. Ich aufs Klo. Ich bin übrigens inzwischen der Häuptling. Zum Glück habe ich meine Teamspeak Sounds noch aus. Ich hab's ja an. Was? So halt. Oh, die Hatchling-Rüstung ist voll süß. Hast du alle Sounds an oder nur ein paar? Ich glaube schon. Ich glaube, es sind alle an. Ja, dann hättest du jetzt gehört, wie ich denjenigen gekickt habe. Hö? Eiskalt. So ja. Geht das. Okay, dann habe ich nicht gehört. Du hast gekickt vom Server? Ja. Begründung, was bedeutet bitte nicht stören? Ich hätte nicht mal eine Begründung dazu gemacht, ganz ehrlich. So. Nein. Was bedeutet bitte nicht stören? Unmensch. Bin ja kein Unmensch. Darüber darf ich nachdenken. Danach, also muss jetzt auf die stille Treppe, muss darüber nachdenken, was er jetzt falsch gemacht hat. Genau. Und dann darf ich wieder rein. Ich mache jetzt einen Channel mit stille Treppe. Stille Treppe. Genau, da muss aber, da darf er hat keine Rederechte. Keine Voice-Rechte, keine Schreibrechte, richtig? Kein gar nichts. Also in dem Sinne wirklich richtig. Abstellkammer. Und richtig. Und er dürfte eigentlich nicht raus. Kann man das eigentlich ausstellen, dass wenn man in einem Channel ist, dass man nicht mehr raus kann? Puh. Darüber könnt nicht. Ihr später rätseln. Ladies, was mache ich denn jetzt? Hm? Ich würde gerne was erkunden. Ich hätte gerne noch genügend Pixel für meine Platinum-Eggs. Ach, apropos Pickaxe. Erkunden. Huch. Wie war das mit Beta-Sektor? Ich mache schon mal diesen Beacon. Distress-Beacon? Ich habe ja jetzt meine Rüstung komplett. Es gibt ja jetzt so auf dem technischen Standpunkt, wo wir sind, nur die zweite nach Kupfer, gell? Richtig. Huch. Also eigentlich stimmt, oh eigentlich Gott, nicht nochmal ein Beta-Sektor. Stimmt schon, ja. Aua. Moment, das ist Hardforge. Was ist das denn? Ich will doch bloß ein paar Pixel. Ein Ofen in Herzform. Mit. Ja. Ach stimmt, Valentine's Ding-Update. Stuff, Zeugs, schon wieder. Richtig. Wurde auch angekündigt beim neuesten Patch. Ich kann keinen Distress-Beacon machen. Doch, da, da. Nein, es fehlt. Doch. Nein, es fehlt Eisen. Karten, du hast immer noch, glaube ich, das Eisen dabei, oder? Zurückkommen, ich weiß bitte. Nicht, was du redest. Zurückkommen, bitte. Ich glaube, ich schon. Machen wir es ein bisschen schneller. Oh, fuck. Hochbeamen, runterbeamen. Richtig. Was? Moment, das heißt Zubeneshamali 21. In Ordnung. Erste. Zubeneshamali. Du wolltest wissen, wie der Planet heißt. Ja. Und wenn du das bis zum nächsten Ding auf, bis zum nächsten Mal merken kannst, dann bist du gut. Was sind das für fliegende Enten? Ich kann es mir jetzt schon wieder nicht merken. Zubeneshamali? Ach, keine Ahnung. Hört sich ganz gut an. Was sind das für Enten? Ich werde von Enten angegriffen. Schießen komische, lustige, rote Sterne. Achso, die. Ich leg mich gerade mit so einem Riesenviech an. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Ja. Mir fehlen 7 Pixel. Dann kann ich die Platinum-Pickaxe machen. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt dann gleich. Dann fehlen ein bisschen mehr als 7 Pixel. Mhm. Ist er jetzt draufgegangen? Ah ne, da unten ist er. Die kostet 800, ja. Stimmt. Ich habe jetzt 800. Ah nein, so. Das gibt's doch nicht. Fuck off. Nochmal den Weg rennen. Ja, nein, ist klar. Doing, doing, Eisen. Doing, nein, doing, nein, Eisen. Nein, nein, doing, doing, Eisen. Eisen. Ist hier was drin? Nein. Gott. Gut, dann gehen wir den Weg halt nochmal, weil es so schön ist. Weil wir es können. So, jetzt musst du nochmal lebend. Haha, wieso sind es denn so viele Gegner? Schade, dass man, wenn ich jetzt, was weiß ich, den Planeten einmal so halb umrundet habe, dass ich keinen Landmark machen kann, dass ich da wieder runterbeame. Ja, das ist wirklich noch schade. Oh, danke, Soda. Du willst doch bloß das Eisen haben, gib's doch zu.
Achso, Eisen. Moment. Da. Ja. Yeah. So. Also, das Beacon. Ich kann überhaupt den Rest hier wieder mal ablegen, den ich hier da so dabei habe. Silver Bar habe ich. Haben wir noch ein Platinum? Tatsache, ich brauche noch eins. Kann ich Verbände noch was anderem außer Fasern machen? Bleib mal kurz stehen. Ich bleibe stehen. Quest complete. First contact. Nicely done. Accept reward. Es gibt 500 Pixel. Warum sagst du mir das nicht gleich? Entschuldigung. Da. Ich mache hier so einen Aufriss. Jetzt hast du wieder ein paar Pixel, also. Platinum Pickle. Craft. Yay, Platinum Pickle. Was kostet die nächste? Wahrscheinlich irgendwas mit 1000, oder? Und wir haben sowieso noch nicht genug Diamanten. Wir haben erst 5. Also 1600, ich wollte wissen, wie viel, ja. Ist wurscht, ich wollte wissen, wie viel es kostet. Gott, dann leg ich den Rest zurück. Hier auf dem Planeten wachsen keine Pflanzen, das ist doch scheiße. Ja, ich lege mich mal ins Bett. Und crafte, während ich schlafe. Das nenne ich Multitasking. Schlafen und craften. So, wie war das? Dann großen Bossgegner töten, oder wie? Theoretisch, ja. Wird Zeit? Ja. Ich bin bereit. Ich packe jetzt hier noch Zeugs weg, was ich wegpacken kann. Eis kann weg. Droiden haben wir noch nicht, oder? Die sind nicht mal Turrets. Turrets? Nein, das kommt schade. Erst. Schade. Wo wollen wir kämpfen? Oh, fuck. Unterirdisch. Da kannst du aber nicht rufen. Du kannst es oben hinstellen und von unten kloppen. Wo wir nehmen diese Talsenke. Wo wir direkt runter können. Also, wenn wir auf unserem Schiff sind. Also, falls einer drauf geht, dass er sofort wieder da ist im Kampf. Ja. Wie wäre das? Das geht gut. Das klingt gut. Weil es dürfen nicht alle sterben, weil dann verschwindet Richtig. Er. Richtig. Schmeiß ich weg. Ach, das ist ja cool. So sieht man nicht noch auf mich warten. Durch. Ich mache hier nochmal einen Versuch und dann. Iron Hunting. Du hast noch ein paar Sekunden. Na, wir warten eh, bis es Tag ist. Da sieht man mehr. Ich mache mal einen Iron Hunting Bow. Die Viecher regenerieren sich ja mit der Zeit wieder, ne? Nö. Nicht, dass ich wüsste. 7 DPS? Na, steht gar nicht dran. DPS? Bei Bogen glaube ich nicht, nee. Ne, steht nicht dran. Aber ich glaube, der ist besser als meine publige Waffe. Also meine Schusswaffe. Na? Warte mal, ich habe mal mein Inventar einigermaßen leer gemacht. Was war blaue Spritze? Ah, rote Spritze war Health, ne? Ja. Blau war Jump Boost. Zack. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Jump Boost. Yay. Ja. Ich bin auf einem Schiff. It's very dark outside. Take this. It's dangerous to go. Dung. Oder habe ich hier 3D-Printer? Avian Flag. Nein. Nee, wie gesagt, kommt erst später. Ich glaube Gamma oder Delta. Gamma, glaube ich schon. Warp Planet. Which? Ach, hier ist er. Es wird langsam Tag. Also das Viech hat sich wieder generiert. Ja. Lox, möchtest du dann zu uns kommen? Ich kann gerade noch nicht so. Ich habe immer noch keine Tech. Ah, ich habe noch einen Planeten geschickt bekommen, also gesagt bekommen. Ich weiß bloß die Koordinaten nicht mehr. Ich kenne ganz coolen Planeten. Coolen das wird Tech. Unser Home-Planet. Mhm. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Ich weiß schon, dass wir umziehen werden. Wie mache ich das denn jetzt? Auf einen ziemlich schönen, flachen Planeten. Ein Crystal-Labor. Es ist ein Singleplayer, mein Heimatplanet gewesen. Crystal Labor. Crystal Meth. Na, so nennt man die Labore, wo auch das Dark Matter drin ist. Okay. Stirb.
Also. Na, endlich. Krieg ich was? Oh, ich hab was gekriegt. Nee, ein. Doch, eine Bad. Was? Eine Badass Rock Pie? Wir warten. Soda! Genau. Soda! Und haut mit dem Hammer auf mich! Ich schwing meinen Hammer! Schau her! Naja. So, und mit diesen Worten beenden wir jetzt die Folge. Ich mach's und mal hier ein bisschen glatter, damit wir hier auch gut kämpfen können. Kloppen das nächste Mal das große UFO. Pinguin! Pinguin Power! Bis dahin! Ciao! Tschüss. Ciao.